Bei dieser Übung geht es darum, eine vorgegebene Kadenz in einer vorgegebenen Tonart spielen zu können. Um eine Kadenz spielen zu können, muss man die vorgegebenen Symbole in Töne umwandeln. Unser Beispiel soll in C-Dur sein. Vorgegeben sind die Symbole T, S, D und T, Tonika, Subdominante, Dominante und Tonika. Die Tonika ist ein C-Dur-Dreiklang, die Subdominante ein F-Dur-Dreiklang. Achtung, es gibt einen gemeinsamen Ton. Die Dominante ein G-Dur-Dreiklang. Es gibt keine gemeinsamen Töne, also müssen wir eine Gegenbewegung erstellen. Und zurück zur Tonika.